Hallo zusammen zum neuesten Video der Fit for the Game Training Videoserie. Heute wollen wir uns dem Thema Anti-Rotation bzw. Rotation widmen. Dafür haben wir uns folgende Übung ausgesucht, nämlich den sehr bekannten Chop. Es gibt noch den Lift, heute widmen wir uns aber nur dem Chop am Kabelzug. Häufig ist da die Problematik, dass nicht nur das Setup nicht ganz richtig ist, sondern dass auch mit der falschen Muskulatur gearbeitet wird. Beiden widmen wir uns heute und vor allem auch der Kontrolle. Wie kann ich nachprüfen, ohne dass ich großartig Aufwand betreiben muss, dass mein Kunde, mein Sportler, mein Athlet, wer auch immer, in der richtigen Position ist und auch wirklich das benutzt, was eigentlich benutzt werden soll. Dafür geht Florian jetzt einmal bitte in Position. Beim Chop ist ganz klar, das Bein, was näher am Gerät ist, ist vorne. Von der Beinhaltung ist folgendes, der Femur, also der Oberschenkelknochen, ist senkrecht zum Fußboden, endet im Hüftgelenk, das Becken ist unterhalb des Zwerchfells und die Schulter oberhalb des Zwerchfells. Wir haben also eine klare Linie vom Knie bis hoch zur Schulter. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz springenden Punkt bei dem Setup. Zunächst mal hier 90 Grad bitte hinten im Kniegelenk und vorne 80 Grad im Sprunggelenk. Okay? So, und jetzt bitten wir doch mal, und da kommt der erste Punkt der Selbstkontrolle, fragen wir jetzt einfach mal den Florian, oder bitten ihn vielmehr, den mal bitte den Quadrizeps. Bam. Das ist das, was wir in 90% der Fälle sehen, wenn wir jemanden bitten, den Quadrizeps zu dehnen. Was aber hier in Wirklichkeit passiert, natürlich spürt er auch den Quadrizeps gedehnt, das liegt in der Natur der Sache, aber was wirklich passiert, Stichwort Joint Centration, ist, wir holen eigentlich den Oberschenkelknochen raus aus dem Acetabulum, also aus dem Hüftgelenk. Das heißt, wir dehnen eigentlich nur das Gelenk, aber nicht die Muskulatur. So, einmal zurück in die Ausgangsposition. Also, das hast du eine Dehnung gespürt. Ne? So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie man es richtig macht, beziehungsweise wie man wirklich die Muskeln dehnt. Ganz, ganz häufig übrigens bei Tänzern, Balletttänzern, die wir trainieren, ist das der Fall. Wenn wir sagen, dehnt euch, dann dehnen sie sich, wunderbar, es machen hier großartig ihren Spagat und sage ich, ja, was du jetzt machst, ist nur, dass du dein Gelenk dehnst, aber nicht wirklich die Muskulatur. Und dann sagen wir Folgendes, so, jetzt nimm mal dein Becken, die haben ein sehr gutes Gefühl für Körper und Raum natürlich als Tänzer, dann sage ich, okay, kipp mal dein Becken nach hinten, also ein Posterior Tilt, zack, ich hoffe, das sieht man, mach bitte nochmal vor und nach hinten kippen. So, spürst du jetzt schon eine Dehnung? Sehr gut. Und jetzt wird die Muskulatur des vorderen Oberschenkels, also der Quadrizeps, gedehnt. Im besten Fall der Rectus natürlich richtig schön auf Zug gemacht. Wenn er jetzt noch die Po-Muskulatur anspannt, also sprich die Gluteen, bums, wunderbar. So, und jetzt brennt das schon ordentlich. Das ist das Setup für diese Übung. Jetzt greif bitte mal nach dem Kabel. Perfekt, jetzt gehen wir weiter. So, einmal bitte Schultern runterziehen Richtung Rippenbogen. Zack. Das ist die Endposition, also wenn die Arme oben sind. So, jetzt gibt es drei Referenzpunkte, nämlich Nummer 1 ist der Mittelfuß komplett auf dem Boden. Heißt, spürt derjenige den kompletten Mittelfuß? Fragt ruhig nach, spürst du den Mittelfuß? Ja. Wunderbar, Referenzpunkt Nummer 1. Referenzpunkt Nummer 2, ist die Pobacke hier hinten angespannt? Ja. Wunderbar. Ihr seht dann, wenn sie angespannt ist, dass hier meistens dann auch wirklich das Becken in der richtigen Position ist. Und Referenzpunkt Nummer 3. Ich möchte, dass du jetzt die Übung hier aus der seitlichen Rumpfmuskulatur holst. Okay? Und ich möchte auch, dass du diese drei Referenzpunkte nach und nach durchgehst, während du die Übung ausführst. Und los geht's. Augen folgen dem Seil. Augen folgen dem Seil. Er hat eine schöne Geschwindigkeit. Und jetzt frag dir einfach immer wieder. Referenzpunkt Nummer 1, Fußsohle. Spürst du? Ja. Referenzpunkt Nummer 2, ist die Pobacke angespannt? Ja. Wunderbar. Ziehst du aus der Rumpfmuskulatur? Ja. Sehr schön. Und jetzt geh das bitte immer wieder durch und schnippst sie ruhig an. Fußsohle, Pobacke, Rumpfmuskulatur. Fußsohle, Pobacke, Rumpfmuskulatur. Damit hat der Kunde immer was zu tun und kann sich total auf die Übung konzentrieren und hat den meisten, wie der Amerikaner sagt, bang for the buck. Einmal kurz Pause. So, wenn ihr jetzt nicht selbst immer genau kontrollieren könnt, aus welchen Gründen auch immer, ob die Position richtig ist, dann empfehle ich Folgendes. Dann sage ich, nehmt mir jetzt bitte nach dem ersten oder nach der ersten Wiederholung der Übung einfach den Fuß hinten nach oben. Also hebt mal den Fuß an. Okay, und los geht's. Jetzt seht ihr schon, was er macht. Er ist automatisch, einmal bitte wieder zurück, automatisch hier in
das Hüftgelenk gegangen. Anstatt hier erstmal das anzuspannen. Okay, jetzt geht mal an diese Grundposition, genau, Becken nach hinten kippen, Fußsohle, Pobacke. Jetzt zieh einmal kurz an, jetzt Fuß hochnehmen. So, sehr gut. Und jetzt sind die Referenzpunkte umso wichtiger. Fußsohle, ja? Pobacke, Rumpfmuskulatur. Und dann wisst ihr, wenn er jetzt das Gleichgewicht verliert oder in irgendeine Richtung tendiert oder plötzlich in die Dehnung geht, dann benutzt er nicht die richtige Muskulatur und damit hat er nicht den Nutzen dieser Übung, den wir brauchen. Dankeschön. So, häufiger Fehler Nummer 2 ist, nach der Übung fragen, wo hast du es am meisten gespürt? Wenn die Übung nicht richtig ausgeführt worden ist, hört ihr zu 100% folgende Antwort, ja, hier hinten im Rücken irgendwo. Wenn jemand ein bisschen bewandert ist, sagt er, in meinem Quadratus lumborum, weil das meint er letztlich. Das heißt, es passiert nämlich nichts anderes, als dass der QL, der eigentlich als Stabilisator vorgesehen ist, plötzlich zu einem bewegenden Muskel wird. Und dadurch, dass er nicht dafür vorgesehen ist, wird er natürlich versteift, weil er jetzt in eine Aktion muss, anstatt nur zu halten. Okay? Dann wisst ihr auch, okay, ich muss mich vielleicht nochmal um das gesamte Setup kümmern, was wir gerade angesprochen haben. Okay, nochmal zusammengefasst, Setup ist wichtig, das Becken nach hinten kippen, um hier vorne im Rectus bzw. im Quadrizeps einen guten Stretch hinzukriegen. Was wir nicht wollen, ist ein Stretch des Hüftgelenks. Okay, vielen Dank fürs Vormachen. Dann die drei Referenzpunkte, Nummer 1, kompletter Mittelfuß, Referenzpunkt Nummer 2, sind die Gluteen hinten angespannt und Referenzpunkt Nummer 3 kommt die Bewegung auch wirklich aus der Rumpfmuskulatur. Zum Überprüfen gibt es folgende Möglichkeit, den Fuß hinten hochzunehmen und dann, wenn das Gleichgewicht verloren wird, beziehungsweise wenn ihr seht, dass das Gewicht nach vorne geschoben wird, dann wisst ihr, dass jemand nicht ganz richtig bei der Sache ist. Vielen Dank, Florian. Das war's für heute. Ich freue mich auf euer Feedback, wie immer. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach eine Mail. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.